Die Themen oder das Thema, das Grundthema findet eher mich, als dass ich es bestimme. Ich habe ja nicht eine Skizze, die ich dann übertrage. Oder ich habe auch keinen direkten Inhalt, den ich jetzt irgendwie darstellen will. Sondern ich sitze vor der Leinwand und man achtet dann auf sich. Man denkt über die weiße Fläche nach, die man da sieht. Und wenn man das dann einigermaßen konzentriert macht, ist die Fläche gar nicht mehr weiß. Und es melden sich Dinge bei einem, die man dann einfach ja notiert. Ich notiere auf dem Bildträger erste Momente. Woher die genau herkommen, kann ich nicht sagen. Warum die so aussehen, wie sie aussehen, kann ich im Grunde auch nicht sagen. Das sind die guten Elemente, wenn man im Grunde einfach das notieren kann, was die Hand macht. Das sind natürlich immer nur kurze Zeiten, weil sofort nimmt man sich natürlich auch zurück und überlegt, ja, was hast du denn eben gemacht? Wie verbinde ich die beiden Punkte, die ich jetzt gemacht habe, oder die beiden Flecken oder die beiden Notierungen? Und so ist das eigentlich immer so ein Spiel zwischen ja, bewussten Arbeiten, aber auch Phasen finden, dass man einfach nur ja, Malerei oder Zeichnung in Strichen an sich macht. Also das Mittel, der Zeichenstrich, die Pastellkreide oder was immer man benutzt, selbst im Grunde arbeitet und sich darstellt. Wenn ich jetzt bei Ausstellungseröffnungen so oft erkläre, was ich denn mache, dann benutze ich öfters, um es möglichst einfach auch auszudrücken, dass ich sage, dass ich den Hintergrund, den Untergrund der Bilder immer so auch als im Grunde eine Art Bühnenbild begreife, auf den dann die Striche und Flächen, die ich dann setze, im Sinne im Grunde eines Theaterstücks Akteure agieren. Normalerweise sollte ein Bild, wenn alles gut läuft, eben mit dem Betrachter, ich sag mal, mitwachsen. Er verändert sich und sieht am anderen Tag unter Umständen andere Dinge drin als ein Tag vorher. Und auf dem Wege kann ein Bild immer wieder neu werden, obwohl es sich überhaupt nicht verändert. Das stimmt ein bisschen, was die Nitroverdünnung ist. Ich lebe ja auch in einer sozialen Umwelt und nicht so sehr viel anders als derjenige, der dann die Bilder schaut. Und das Bild soll ja dann nur in Bezug zu seiner Welt herstellen, nicht unbedingt zu meiner. Das ist ein zweiter Schritt, der passiert. Das Bild ist ein eigenständiges Ding, was eigentlich dann nur als eine Art ja, Kommunikator dient. Gleichen Dinge, die passieren im Kopf oder im Bauch vom Rezipienten wie bei mir. Das kann man ja, wie sollte das gehen? Aber das überhaupt, die Intensität oder das, was passiert, ist im Grunde, ich finde, vergleichbar mit dem Prozess, wenn ich arbeite. Nur ich mache es nicht nur gedanklich, sondern ich versuche über die Mittel, die ich benutze, das natürlich jetzt auch noch zu fixieren, festzuhalten, indem ich die Zeichnung mache.